Einen wundervollen guten Morgen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Einige haben sich bestimmt schon gewundert, warum keine Videos kommen in letzter Zeit. Ja, das hat einen bestimmten Grund. Ich bin schon seit geraumer Zeit krank. Wie man sieht, ich trage Halskrause. Ich habe einen Bandscheibenvorfall oder mehr besser gesagt zwei Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule. Und das hat zur Folge, dass ich momentan nicht viel machen kann. Von den Symptomen her sieht es bei mir so aus, dass ich die zwei Finger sind komplett taub. Und der Arm kribbelt bis zum Ellenbogen. Im Ellenbogen habe ich Schmerzen, als wenn ein Messer drin stecken würde. Und ohne Schmerzmittel geht gerade gar nichts. Mit den Schmerzmitteln darf ich nicht viel machen. Und ja. Das Gute an der ganzen Geschichte ist, ich werd jetzt operiert. Und zwar wird bei mir eine minimalinvasive OP gemacht. Jetzt demnächst. Und wie das dann abläuft und wie das mit meinem Bandscheibenvorfall aussieht, das zeige ich dann hier. Oben blende ich jetzt mal ein paar Bilder ein, was bei mir ist. Also, es sieht so aus, dass zwischen dem 5. und dem 6. Halswirbel die Bandscheibe rausdrückt und zwischen 6. und 7. Halswirbel. Das Ganze läuft schon seit letztes Jahr. Letztes Jahr hatte ich auch Probleme, war ich auch lange krank. Und man hat Krankengymnastik und Massagen und so wieder hinbekommen. Oder meinte, man hat es hinbekommen. Jetzt hat es wieder angefangen und ich musste sogar meinen Urlaub mit meiner Frau abbrechen. Habt ihr ja bestimmt in meinem letzten Urlaubsvideo mit der Reise am Bodensee, das ich euch hier in der Infokarte verlinke, mitbekommen. Ja, jetzt mal zur OP, was gemacht wird. Wie gesagt, es ist eine minimalinvasive OP unter Vollnarkose, aber ambulant. Bei dieser OP wird mir hier durch den Hals von vorne eine Nadel oder auch gleichzeitig Elektrode durchgeschoben bis an die Bandscheibe. Dann wird diese Elektrode auf die Bandscheibe gelegt und für circa 10 Sekunden lang warm gemacht, so dass sich die Bandscheibe wieder zusammenzieht. Bei der Bandscheibe zwischen 5 und 6 ist eine hohe Erfolgsrate gegeben. Bei Bandscheibe zwischen 6 und 7 kann man momentan noch nicht sagen, ob es funktioniert. Ja, wie das dann genau abläuft und wie nicht, sehe ich dann, wenn ihr das Video seht, dann bin ich schon operiert. Ich habe vor, euch zur OP mitzunehmen,
Also zumindest mal so weit, wie es geht. Ich werde es filmen, wie ich morgens aufstehe und die Fahrt zur OP. Und dann im Krankenhaus werde ich wahrscheinlich nicht viel filmen können oder dürfen. Während der OP sowieso nicht. Aber ich werde euch dann, sobald ich dann aus der Vollnarkose erwache, mitteilen, wie es dann gelaufen ist. Und euch dann weiterhin meinem Heilungsprozess teilhaben lassen. Ja, so viel mehr gibt es nicht zum Sagen. Ich hoffe, dass alles funktioniert und ihr dann wieder ein paar Videos kommen könnt. Ich habe noch ein paar in der Pipeline. Aber ja, die will ich eigentlich noch aufheben für später. Jetzt ist erstmal die Gesundheit wichtiger. Vor allem war ja auch eine Veranstaltung geplant. Allerdings ist die kurz nach der OP und die wird bei mir wahrscheinlich dann ausfallen, je nachdem wie es mir gesundheitlich geht. Und ja, ich hoffe, die nächste Veranstaltung, die dann kommt, wieder eine Mittelalterveranstaltung, kann ich dann schon wieder filmerisch begleiten und euch mitnehmen. Also, dann würde ich sagen, geht's weiter mit dem OP-Tag. Also, bis gleich. Guten Morgen. Jo. Scheiße geschlafen. Aber es geht los. Einziehen. Und dann fahren wir. Bis gleich. Unterwegs nach Stuttgart. Wetter ist beschissen. Ja, ist ja Freitag und auch noch der 13. Und ich habe die blöde OP. Jo. Langsam wird es ernst. Wir sind schon auf dem Weg und ja, noch ein Hämmerchen. Ja, nicht ganz 2 Stunden und dann liege ich auf dem Metzgertisch. Ja. Mal gucken. Also, melde mich dann nochmal kurz vor Stuttgart oder ja, kurz vor dem Krankenhaus. Macht's gut, bis dann. So, Stuttgart angekommen und jetzt müssen wir erstmal noch ja, ein paar Meter laufen. Und das Laufen bedeutet, Moment, ich drehe euch, scheiß viele Treppen. Dann gucken wir mal, wie wir nachkommen. Also, bis dann. So, Ziel erreicht, wenig erreicht. Bin jetzt hier
Ja. Hier in Stuttgart. Dann warten wir mal ab. Also, ich melde mich dann später nochmal. Ciao. Ach ja, jetzt sitze ich schon fast 1,5 Stunden im Wartezimmer und bin immer noch nicht drin. Naja, bin ich mal gespannt, wie lange das hier läuft. Langsam kriege ich Kohldampf und auch Kaffee. Ja, also machen wir halt weiter. Bis später. Kleiner Bericht am nächsten Tag. Ja, wie gerade schon gelesen, war ich gestern nicht mehr in der Lage, irgendwas zu filmen oder ja, irgendwas überhaupt zu machen. Es geht mir soweit gut. Die Schmerzen im Arm haben auch schlagartig dann nachgelassen. Es sind zwar noch ein paar da, meine Finger sind noch etwas taub. Aber sonst ist das alles klar. Halskrause muss ich mittlerweile jetzt noch tragen. Hauptsächlich, wenn ich unterwegs bin, wenn ich was arbeite oder sonst irgendwas, also in Anführungszeichen arbeite. Ich bin die nächste Woche, 2 Wochen auf jeden Fall noch krankgeschrieben. Dann entscheidet sich es auch, ob es ein Erfolg war. Jo, ich kann ja mal zeigen. Also hier sind sie mit der Elektrode rein. Wahrscheinlich ein kleiner Schnitt, ich habe es noch nicht gesehen, ich muss die Flasche noch einen Tag drin lassen. Da sind sie dann rein und sie haben dann das Ganze da innen drin heiß gemacht. Ja, jetzt drücke ich mal Halskrause wieder ran. So, somit hoffe ich, dass der Heilungsprozess soweit gut weitergeht und ja. Ich hoffe, das Video hat euch etwas gefallen. Bedanke mich jetzt schon für die Genesungswünsche unter dem Video, falls welche kommen. Aber ich denke, kommen welche. Und lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und einen Daumen nach oben. Also, macht's gut. Euer Dominus Mansberg. Ciao.